Viele Grundrisse bei Carrado. Hier sind wir immer noch in der Van-Klasse, bedeutet knapp über 2 Meter Breite, extrem handlich, trotzdem großer Innenraum, eigentlich der große Killer zum Kastenwagen, denn der Kastenwagen hat ja die gleiche Breite oder nahezu die gleiche Breite, aber im Innenraum natürlich viel weniger Platz. Ein anderes Konzept, also viele Leute sagen, ich kaufe ganz bewusst einen Kastenwagen, weil im Alltag kann man den Kastenwagen eher so ganz normal verwenden. Hier sieht man sehr schön GFK-Dach und GFK-Heckwand, die hier mit drauf ist. Eine Rückfahrkamera-Vorbereitung ist mit drin und die Crashboxen, sollte es denn mal zum Anstoß kommen, da passiert ja nichts Wildes, man kann die Einzelteile tauschen. Ja, die Garage hier ein bisschen anders, da werden gleich mal große Spannungen. Was ist denn hier verbaut? Das werden wir sehen, Licht ist auch hier mit drin in der Garage. Und hier nochmal ein kleines Staufach. Von der Bettenanordnung könnte es ein Queensbett sein, das werden wir aber gleich mal feststellen, was hier verbaut ist. Das ist die manuelle Kurbel für die Markise, eine Thule Omnistor ist hier verbaut und wir haben hier in dem Fall, was sind denn das hier, Dometic-Fenster, aber die so ein ganz kleines bisschen rausstehen. Ja, das Fahrzeug selber, schauen wir uns das mal an, kostet hier 62.550 Euro. Länge 6,86 Meter, also immer noch unter 7 Meter und die Breite 2,14 Meter nur. Man kann das sehr schön erkennen an den Rückspiegeln, die keine Verlängerung haben. Das heißt, das funktioniert auch ohne Verlängerung. Auf geht's, gehen rein. Auch hier wieder Edition 15. So eine Art Eiche-Look am Boden mit drin. Überall hat man hier Möbelverbinder mit verbaut. Das verspricht auch schon mal relativ wenig Klappern. Die Fahrzeugtechnik hier ist unter dem Fahrersitz verbaut und teilweise unter dem Beifahrersitz. Ich habe eine elektrische Trittstufe, die ist hier mit drin. Die fährt in einen aus und natürlich mein obligatorisches Fliegenschutzgitter, Mückenschutzgitter bereits eingebaut. Ja, der Hümer-Konzern hat wirklich ganz tolle Marken. Carrado, so ein bisschen das Einstiegssegment, diesmal auf Citroën. Und Citroën hat natürlich den Vorteil, A, lieferbar und B, natürlich richtig tolle Motoren. Also die meisten Citroën-Motoren laufen noch. Die Fahrer sind richtig stolz drauf. Aber einzige Einschränkung, es gibt keine Automatik für die Wärmebrücke. Hat man sich hier für einen Vorhang entschieden. Das wäre auch das Mittel meiner Wahl. Also ich nehme lieber einen Vorhang, der wird dann einfach hinter die Sitze gezogen und stört auch nicht weiter. Aber gerade in der Übergangszeit oder im Winter spart das ganz enorm Heizkosten. Das heißt also, ihr kommt mit den Gasflaschen erheblich weiter. Mit eingebaut ist eine Truma Kombi Gasheizung. Nicht wundern, warum jetzt hier gleich, ich zeige euch gleich hier das Kombi-Bedienfeld für die Batterien von Schaut, hier der LT100 Elektroblock. Warum ist hier keine Heizung mit drin? Das ist relativ einfach beschrieben. Die Heizungssteuerung ist üblicherweise bei Carrado immer hinten im Heck drin. So, hier ist der Block Kühlschrank von Tedford. Können wir gleich mal aufmachen. Zwei Riesenschränke, die wirklich toll mit dem Fahrzeug verbunden sind. Also überall hast du Mehrfachverbinder, die Qualität ist im Laufe der Jahre immer wieder verbessert worden. Und gerade das Thema Knirschen und Klappern, das ist ja das, was die Leute direkt mal irgendwie mitbekommen. Das ist nochmal stark verbessert worden, dass man hier so wenig wie möglich hört. Das Kochfeld, sehr praktisch. Das Ganze kann ich hier einfach abnehmen, oben rausnehmen und kann jetzt hier an der Seite sauber machen und dann hier in die Spüle abspülen. Das funktioniert sehr gut. Und mal gucken, ein bisschen Tetris spielen, was hier reingeht. Boah, das ist nichts für mich. Ich habe es gefunden. So, dann ein großes Fach für Besteck. Kurz mal sammeln. Und diese Türe hier mit Mülleimer und zwei Fächern. Ja, Besonderheit hier ist ein offenes Konzept. Ich schaue also von ganz hinten. Ich setze mich jetzt mal auf den Fahrersitz drauf. Durch bis nach vorne und das Queensbett ist natürlich die Wahl, also meine Wahl, wenn man jetzt keine sehr hohen E-Bikes mit dabei hat und die
innen transportieren will. Ich habe ganz viele Videos gemacht über E-Bikes, die sich falten lassen. Die sind natürlich hier für den Einsatz optimal geeignet, denn die Garage ist hier nicht ganz so hoch. Erwähnt habe ich es eben, Häfele Beschläge hier im Einsatz bei Carado, eine Firma aus Deutschland, und auch hier wirklich eine ordentliche Verarbeitung mit ganz vielen Möbelverbindern nochmal drin, um das Thema Rappeln zu minimieren. So, da ist die Heizungssteuerung. Sie ist also nicht im Eingang, sondern da macht sie auch wirklich Sinn. Ich kann also dann vom Bett aus einfach die Heizung runterdrehen. Habe hier nochmal für meine Kaffeemaschine 230 Volt. Das Queensbett von beiden Seiten einfach begehbar mit zwei extra Kleiderschränken. Das ist Luxus pur, und nochmal einem Schrank hier unten drunter. Da können wir ja mal reingucken. Also wirklich ein tolles Standardmodell, auch an die Heizung. Da ist die, müsste eine Truma 4 sein, komme ich auch prima ran, eine 4kW-Version. Und auch da gibt es demnächst ein neues digitales Bedienfeld. Ich weiß gar nicht, ob man das nachrüsten kann. Könnte sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, hier habe ich mein Queensbett mit drin. Das Ganze ist unterlüftet. Hier vorne habe ich dann nochmal einen Lattenrost mit drin. Schlafqualität, dicke Matratzen. Also die sollte ausreichend gut sein. Das Bett kann von den Seiten begangen werden. Das mache ich jetzt mal gerade. Ich setze mich jetzt mal auf das Queensbett drauf, an die Seite. Könnt ihr jetzt hier einfach einsteigen und habe hier Zugang zum Kleiderschrank, der auf beiden Seiten nochmal, ja, einigermaßen viel Platz bietet für Jacken, T-Shirts und etwas längere Jacken sogar. Das Ganze auf beiden Seiten. Ein Nachttisch, das finde ich auch immer Gold wert. Hier könnte auch ein Händler nochmal was nachbauen. Also wenn ich hier nochmal USB und so weiter brauche, so einfach nur den Fachhändler fragen. Der kann sowas nachrüsten. Großes, offenes, geräumiges Konzept. Hier habe ich dann nochmal einen Vorhang, wo ich zumachen kann, und bin dann quasi alleine. Den kann ich ja mal zumachen, dass ihr mal seht, wie das Konzept ist. Und dann kann ich mich hier schlafen legen, wenn der andere noch Fernseh schaut, denn der Fernseher ist ja schließlich hier der Version dabei. Polster mit einem leichten Fleckenschutz, glaube ich, oben so eine Mikrofaseroptik, unten automotiver Stoff. Und überall nochmal viel Stauraum für das Wichtigste. Ja, Zuladung können wir uns gleich mal anschauen. Langes Fahrzeug, aber natürlich sehr schmal. Und da kommt es also viele Leute drauf an. Also bei der schmalen Ausführung komme ich auch natürlich in den südlichen Ländern ein gutes Stück weiter, wo ich mit dicken Linern schon wirklich Angst hatte, teilweise in die kleinen Städte reinzufahren. Das geht natürlich immer irgendwie, aber das ist so, als würde man mit einem 40-Tonner LKW irgendwie durch kleine italienische Städte fahren. Handtuchhalter hier oben, die Abzugshaube mit drin, und jetzt eröffnet sich ein riesen Duschbad, was nochmal hier eine extra Abtrennung hat. Das ist gleich bei allen Carados, wenn Sie da noch weitere Modelle sehen, dann wird man das auch immer wieder finden. Also diese Abdeckung hier, wenn ich drin ist, sorgt dafür, dass ich keine Holzteile dann nass mache. Das hat sich bewährt. Also in 0, nichts ist dieses Bad zur Dusche umgebaut. Da sind wir, Sitzgruppe auch hier. Der Tisch ist absenkbar und kann zum Bett umgebaut werden. Und das Fahrerhaus, 6-Gang Schaltgetriebe, Klima, Anlage manuell mit dabei, alles, was das Herz begehrt. Ja, bewährtes Basisfahrzeug, bei dem man auch europaweit Service bekommt. Edition 15 Sitze mit drin, mit zwei Armauflagen, damit die Fahrt dann auch bequem beginnen kann. So, schauen wir nochmal auf den Preis. Das ist ja mittlerweile immer das Spannendste an den ganzen Fahrzeugen. 62.550 Euro. Wie es hier steht, Zuladung steht jetzt nicht hier drin, üblicherweise so um die 500, 600 Kilo. Am besten da nochmal auf die Webseite gehen oder beim Fachhändler nachfragen. 21.
September 2022. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos und filmen die neuen Modelle von Carrado ab. Danke. Tschüss.